Second Skin. Ganz herzlich willkommen bei Freakish Pure Night Live. Heute für einmal vom Tag aus. Und zwar sind wir in Regensdorf gelandet. Wir sind an der dritten Shop-Eröffnung von Second Skin. Und Second Skin sollte euch etwas... das sollte schälen im Hirn. Und zwar ist das der Tattoo-Laden und Piercing-Laden, was es überhaupt gibt. Was da denn genau passiert, das seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Kommt mit! Die Welt der Tattoos und Piercings gehört Second Skin. Die professionellen und erfahrenen Künstler aus der ganzen Welt, die bei Second Skin stechen und nödeln, sind Teil des Erfolgskonzepts. Der dritte Laden von Second Skin ist in Regensdorf eröffnet worden und deckt somit die ganze Region Zürich-Nord ab. Bei dem Fest war das Freakish-Team natürlich vor Ort. Nebst den Impressionen wollen wir von hartgesottenen Tattoo-Fans mehr wissen. Bibiana und der Reto sind ein illustres Pärchen. Man sieht die beiden an den angesagtesten Partys als Submission-Dance-Crew mit schillernden und scharfen Animationsshows. Wann hast du das erste Tattoo gemacht? Boah, mit 17. Okay, und dann wird das, kann man sagen, wird es zur Sucht? Ja, es wird eine Sucht, es ist eine Sucht. Also ich, für mich persönlich ist es eine Sucht. Es ist Stechen, ja, der Schmerz halt, gehört dazu. Geiler Schmerz. Okay. Ja, es ist ein lässiger Schmerz. Schlussendlich und natürlich, was man nachher hat, oder? Aber man muss sich schon überlegen, sage ich. Tattoos sind Trend. Jeder sechste Schweizer hat mittlerweile eins. Was bedeutet euch persönlich das Tätowieren und was denkt ihr über den Trend? Ich will ganz ehrlich sagen, bei wenigen ist es eine Lebensphilosophie. Es ist wirklich, etwa seit 10, 12 Jahren ist es wirklich extrem trendy geworden. Piercing-Tattoo-Studios sind aufgekommen, man hat das Piercing gemacht, man hat das Tattoo gemacht, man wollte dabei sein. Für viele ist es immer noch so, denke ich einmal. Und es sind wirklich wenige, die das extrem ausleben und die sich wirklich an Sachen tätowieren, die vielleicht für andere nicht verständlich sind. Es ist so ein bisschen, ja, etwas Eigenes. Ich muss keine Tätowierung machen, um irgendwo jemandem zu zeigen, ich habe eine Tätowierung oder so, sondern ich mache Tätowierungen für mich und dann stimmt es für mich. Vom Szenenperli Bibiana und Reto geht es weiter zu einem speziellen Mann. Er ist im Gesicht tätowiert, ein Hardliner. Das wollen wir natürlich unter die Lupe nehmen. Neben mir ganz ein schönes Exemplar, vielleicht kann man das mal hier anschauen. Krass, ich sage nur krass. Dankeschön. Wie lange hast du das schon? Das habe ich jetzt seit 3 Wochen. Wie ist das Feedback bis jetzt? Positiv. Also die Leute fragen mich immer, was das ist, was das heisst. Und, ja, das dürfen wir dich auch fragen? Das heisst Fighting, also Kämpf. Wie heisst du? Aimee. Aimee, woher bist du? Von Aargau. Vom Aargau. Ja. Und wieso bist du bei Second Skin? Ja, weil ich einfach Tattoos geil finde. Die machen die Besten, oder? Ja, schon. Absolut. Wir haben dein Tattoo am Bein gesehen. Schmerzgrad von 1 bis 10? Ja, bei den Beinen sind sie jetzt vielleicht 5 gewesen. Wo hast denn du sonst noch Tattoos? Da kommt gerade diese Frage auf. Ja, beim Nacken und Handgelenk. Wo war es am schlimmsten? Hier dabei. Wer Lust auf ein Tattoo oder ein Piercing bekommen hat, erfahrt mehr auf www.secondskin.com. Gut überlegen, drüber schlafen und dann ab zu Second Skin gehen nödeln. Das war es vom Second Skin Special. Inside around, outside around.